Wir haben heute zum Saisonauftakt von unserer Ausstellungsperiode 2021 einen Gast, die Malerin Annette Jellinghaus, die unter anderem mit ihren Werken unseren Start in diesem Jahr, in diesem noch Corona-Jahr mit bestreitet. Und wir freuen uns riesig, dass sie uns hier besucht an der Ostsee auf dem wunderschönen Gut Panker. Und begrüßen Sie erstmal ganz recht herzlich und bedanken uns, dass Sie die Fahrt aus Nordrhein-Westfalen zu uns hin, ja, auf sich genommen hat. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich über diesen wunderschönen Ort. Ich bin ein Meermensch und ich fühle mich richtig wohl hier. Und das fühlt sich richtig gut für mich hier an. Ja, super, da freuen wir uns und bedanken uns nochmal und sagen auch ganz großen Dank dafür, dass Sie so viel schönes Material für uns hier in der Galerie im Gepäck hatten. Wir haben ja schon mal einen kleinen Post gemacht mit einem tollen, vollgepackten Auto, wo wir größerformatige, aber eben auch kleinere Werke, die jetzt hier bei uns auch zeigen können. Und meine erste Frage geht in die Richtung, ja, was ist denn eigentlich das Lieblingsmaterial oder das Hauptmaterial, mit dem die Malerin Annette Jellinghaus ja arbeitet? Ich fange jetzt einfach mal wirklich mit dem Material an, mit den Farben. Also am liebsten arbeite ich mit Acrylfarben. Das hat verschiedene Gründe, wobei ich auf Papier und auch auf Leinwand arbeite. Also Papier hätten wir jetzt ja Ja, hier schon, genau. ne? Wenn ich mal auf diese Arbeiten eingehe, ich finde es auch ganz spannend, weil die auch im Prinzip an einem in Anführungsstrichen Wasserort entstanden sind, beziehungsweise ihren Ursprung haben. Und überwiegend Acrylfarben, wobei ich dann in der Linie nochmal mit anderen Materialien arbeite, wie zum Beispiel Ölkreiden, Bleistift, Buntstift. Also da kommen ganz unterschiedliche Stifte zum Einsatz. Das Papier ist mein Lieblingspapier, da arbeite ich also ausschließlich mit. Das ist ein 300 Gramm heißgepresstes Papier von der Firma Asch. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt nennen darf. Wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also da Gut, darf man gut. das. Und ich liebe es einfach mittlerweile auch auf Papier zu arbeiten, weil die Linie ein ganz wichtiges Element in meiner Malerei ist. Und die Linie zeigt sich auf dem Papier nochmal anders als auf der Leinwand. Ich kann sie ganz fein und zart aufbringen. Ich kann sie aber auch mit viel Kraft aufbringen. Das ist also auch ein Papier, was in der Oberfläche sehr glatt ist. Und dadurch habe ich da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Auf der Leinwand ist das anders mit der Linie, dadurch, dass die Leinwand selber ja, in der Regel arbeite ich da mit einem Baumwollgewebe. Da können wir ja mal hier rüber gehen. Ja, da arbeite ich also mit einem ungrundierten Baumwollgewebe, was natürlich eine Struktur hat. Und insofern zeigt sich auch da die Linie anders. Sie muss anders gearbeitet Also sie grundieren nicht, werden. sondern sie gehen Doch. direkt mit der. Doch, Ja, also also. ich grundiere auch, also ich spanne meine Rahmen selber, ich kaufe die Leisten, stecke die Leisten zusammen, bespanne und dann grundiere ich in der Regel, wobei ich dann mit unterschiedlichen Materialien auch arbeite und beginne dann mit der Malerei. Also für mich ist die Grundierung im Prinzip schon ein ganz wichtiger, wesentlicher Schritt, um in meine Arbeit einzutauchen und ja, schon im Prinzip in diesen Raum einzutauchen, in den ich mich begebe während des Malens. Also Raum spielt eine große Rolle. Das hatten wir eben im kleinen Vorgespräch schon mal, denn die Frau Jellinghaus, kann ich dem geneigten Publikum sagen, kommt ursprünglich von der Architektur her, von der Bauzeichnung der Architektur, also dem dreidimensionalen Raum, der Raumgestaltung. Räume für Menschen, sagte sie mir, ist für sie immer ein großes Thema gewesen. Und ist dann eben über die Malerei, die Zeichnung zur Malerei gekommen, um dann ja eigentlich in die Zweidimensionalität zu gehen und
wiederum virtuelle, freie Räume zu schaffen. Also dieses hier, finde ich zum Beispiel, ist auch ein ganz wunderbares, kraftvolles Stück Kunst. Offen, hat eine gewisse Offenheit. Ich denke, das ist auch etwas, was immer wieder vorkommt. Eine Offenheit, die nach außen strebt, die nach oben will, die ja sich ja, Freiheiten schafft. Freiheit ist, glaube ich, auch ein Thema. Ja, auf jeden Fall. Also für mich hört der Raum mit dem Format nicht auf, sondern der Raum geht ja weiter. Und das gibt dem Betrachter auch die Möglichkeit, sich seinen eigenen Raum zu erarbeiten, zu erschaffen, seinen eigenen Raum vorzustellen. Das ist das eine. Und das andere ist, wodurch entsteht Räumlichkeit? Räumlichkeit entsteht ja auch über Licht und Schatten, hell und dunkel. Damit arbeite ich natürlich auch ganz gezielt. Und ein Raum entsteht aber auch über das Sehen, über die Perspektive. Und das gebe ich auch, kann ich immer ganz gut belegen, so lege ich auch meine Komposition an. Deswegen kann man bei mir zum Beispiel die Bilder auch in der Regel nicht drehen. So wie unser Auge sieht, ist es ja so, dass das, was mir nahe ist, ist groß und das, was weiter weg ist, ist klein. Das, was groß und nah ist, befindet sich in meinem unteren Sichtfeld. Mhm. Und das, was oben ist, befindet sich im Hintergrund, geht nach hinten weg und schrumpft, wird kleiner. Und deswegen findet man auch in meinen Arbeiten, in den unteren Bereichen in der Regel größere Elemente. Nach oben hin wird es kleiner, feiner, zum Teil auch diffuser. Und damit schaffe ich auch Räumlichkeit, ohne eine Gegenständlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Aber ich hack da mal ein, die Intention ist ja nicht vorhergegeben. Also es gibt ja hier eigentlich sehr informelles Malen, informelles Gestalten. Das heißt, ich spüre doch sehr viel Emotionalität und Spontaneität da drin. Wie sieht es also geplant? Gibt es einen Plan, einen Bildplan oder wie gehen Sie vor? Nein, den Plan, den darf ich vorher gar nicht machen, weil es ist so, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, ich arbeite mit der Emotion. Und wenn ich anfange zu arbeiten, weiß ich ja gar nicht, welche Emotion gerade nach außen getragen werden will. Das kann ich erst während des Malprozesses entscheiden. Und von daher muss ich mich im Prinzip von allen Vorstellungen in Anführungsstrichen verabschieden können. Okay. Muss sie wegschalten und muss mich auf den reinen emotionalen Arbeitsprozess einlassen. Alles andere geschieht von alleine. Das, was ich auf der Arbeit zeigen will, das kommt. Und auch der Ursprung, der kommt von ganz alleine, ohne dass ich darüber nachdenke. Und dann können wir eigentlich unsere Betrachter, unsere Besucher nicht nur einladen, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, darauf den Ursprung zu suchen, vielleicht zu erspüren, was diese Stücke in ihnen auslösen. Denn intensiv sind sie. Die kleinen Werke, die wir hier zum Teil schon gesehen haben, auch, haben eine besondere Intensität. Es ist ein Konzentrat im Grunde genommen. Die großen sind ja viel mehr komponiert, ja, aber auch weiter offener, die kleinen konzentrierter. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Annette Jellinghaus hier uns ein wenig Einblick in ihr Schaffen, in ihr Werk geben konnte. Dankeschön. Und dass wir auch persönlich uns hier treffen konnten. Ich danke Ihnen, ja. Wir haben versucht, den Regeln der Zeit uns auch abstandsmäßig soweit gut zu verhalten und hoffen auf viele Besucher. Die Werke können Sie natürlich wie gehabt auch auf unserer Seite stilhaus-magazin.de unter dem Künstlern Annette Jellinghaus dann auch noch einmal auf der Entfernung betrachten. Also, ich wünsche uns eine erfolgreiche Ausstellung.
Dankeschön, das wünsche ich uns auch.